So, da sind wir wieder bei Kingdom Come Deliverance. Und heute, wenn ich mich recht erinnere, ist der Tag, wo sich die Arbeiter auf dem Rathausplatz oder sowas versammeln und wo ich die Arbeiten vergeben soll. Die Köchin habe ich ja schon. Aber ich glaube mal wieder gegen Mittag. Und bis dahin haben wir ja noch einige Zeit. Jetzt schauen wir mal in das Questlog rein. Sprachbarriere. Hasenfleisch. Alle wollen so Fleisch. Oder heute noch mehr Fleisch. Okay. Ach, das hier ist das ja. Wasser oder Scheiße. Die Fundsachen. Der Totengräber hat sich um die Leiche gekümmert und die weltlichen Habseligkeiten ins Rathaya-Bauhaus gebracht, wo sie nun sicher verwahrt werden. Du kannst sie dort holen. Dann haben sie mich das letzte Mal erwischt. Und jetzt habe ich ja direkt gespeichert. Ach ja, und Wasser oder Scheiße? Ich wollte ja noch mal gucken, wie viel Zeit ich da habe. Wer Arbeit sucht, wird sich bei Tag auf dem Hof des Rathauses versammeln. Okay. Noch ist nicht Tag. Naja. Ich nehme nur die Frühaufsteher, weißt du? Wer jetzt noch um 6:30 in den Betten liegt, ja, der ist auch kein Arbeiter, kein Gescheiter. Ach Quatsch, mit Soße. Hier ist das Rathaus. Da ist niemand noch nicht. Naja, ich bin Frühaufsteher. Ich könnte noch ein wenig der Alchemie frönen. Muss ich das schon wieder knacken? Ach, der ist er doch. Wo ist er noch einmal her? Nee, ich will, ich bin wegen, du weißt schon da. Wegen dem Zeug, das könnte ich dann auch gleich verkaufen. Gott behüte dich. Gibt es ein Problem? Ich will da rein. Also, das ist doch das Pfarrhaus, oder? Dann geh da rein. Noch etwas? Jetzt geh da rein und gib mir mein Zeug. Oder willst du in die Kirche? Ist nicht genug gewaschen. So. Damit ist es immer noch Schloss knacken. So, hallo, gib mir mein Zeug. Möge Gott über dich wachen. Na, leg mich doch. Ich muss ja erst schon so spät sein. Verstorbenen mögen durch die Barmherzigkeit Gottes in Frieden ruhen. Muss ich nochmal mit Agnes reden? Die ist doch jetzt der Köchin. Der Herr sei gepriesen. Wie kann ich helfen? Lebe wohl. Sag mal, hat der irgendwie einen Waschzwang?
Geh doch wieder rein. Ich komm da gleich wieder raus und wisch dich nochmal. Solange der nicht öffnen steht, habe ich da noch nichts zu suchen. Ja, ja, ich bin schon wieder weg. Wer ist da? Wer ist da? Ja, wer ist denn da? Da ist einer der Weber von dir. Ah, du musst mal rauskommen und dich waschen. Nervig ist es. Irgendwie mit dem Knüppel, den kann ich mal verkaufen. Die beiden Schilder da auch. Und den Säbel auch. Und den Säbel auch. Das Hirschfleisch wird mir schon schlecht. Auch mal langsam verkaufen. Wobei ich nicht weiß, aber gekocht hält es wahrscheinlich ein bisschen länger. Das hat halt immer noch auf 78. Ach, der ist auch noch nicht da. Bist du der Einzige, der hier arbeiten will? Beste Grüße. Gott behüte dich. Du bist hier zu kämpfen. Nee. Und der stockt manchmal. Da muss man halt Geduld beweisen. Die, wo ist er denn? Burak! Wir reiten mal kurz zum... Ja. Wie stockt denn das alles immer so heute? Oder ist jetzt noch wieder abgestürzt? Alle anderen Programme habe ich zugemacht. Weil der sich doch ziemlich am Hauptspeicher labt. Weil man so 4,5 GB an Hauptspeicher will. Komm. Lauf doch nicht immer weg hier. Lass uns reden. Lass uns handeln. Grüß dich. Was kann ich für dich tun? Dann viel Glück. Level 2 für einen verbesserten Jagdpfeil. Naja, momentan habe ich genug Pfeile. Ah, ich muss eh mal weg.
behalten wir noch ein bisschen, weil der auf 100 ist. Kohl muss weg. Die Räucherwurst fängt auch schon an. Jetzt schleppe ich den Wein mit rum. Das habe ich schon gelesen. Wie sieht das denn mit dem Leder aus? Der will ja nur Wildschweinleder, ne? Dann kann ich das hier mal verkaufen. Nee, das kriegst du nicht. Da habe ich schon einen für eine Quest. Was ist das denn? Irgendein Bürger. Dann laufe ich mir wieder mal die Schuhe ab. So, inzwischen ist es... Ne, kurz vor 8. Die ersten Händler sind schon auf dem Markt. Es stockt wieder. Und schon wieder. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl. Immer noch nicht. Ich soll ja immer eine Stunde warten. Vielleicht sieht es um 9 besser aus. Mann, was dauert es denn so ewig? Geduld, Geduld. Ja, ich glaube, ich krieg's kotzen hier. Unter deinem Schutz und Schirm. Hey du Idiot, ich will mein Zeug. Geh ins Pfarrhaus. Gehabt dich wohl. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Und das ewige. Keine Ahnung, wenn ich da vorbeikommen soll. Arbeitswillige hat sich ja noch nicht eingefunden.
doch hier. Und da. Und da. Und da. Gott sei mit dir. Du willst die Stelle als Wasserträger? Allerdings. Wird Zeit, dass uns mal wieder was Gutes widerfährt. Stimmt. Ich hätte zuerst nur ein paar Fragen. Was? Aber ich will die Arbeit und hab sie auch verdient. Spar dir deine Fragen für die Taugenichtse auf. Weshalb solltest gerade du die Stelle verdient haben? Was bist du von Beruf? Ich besaß eine Mine. Also, ich hatte sie als Lehen. Aber in unserem Geschäft kommt das aufs Gleiche raus. Ein Minenbesitzer? Aber hast du je einen Eimer Erzberg aufgeschleppt? Zu schleppen? In der Mine gibt es dafür Winden. Wasser tragen ist harte Arbeit. Eine Mine zu verwalten auch. Aber das ist was anderes. Zum Wassertragen braucht es Armschmalz, nicht Hirnschmalz. Ich wurde nicht als Minenbesitzer geboren, weißt du? Hab genügend geschleppt. Du könntest auch die Latrinen leeren. Willst du mich beleidigen? Das ist keine Arbeit für anständige Christen. Deshalb gibt's dafür das Doppelte. Das Doppelte, wie? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ein Mann meines Ranges... Bestimmt haben es andere nötiger. Das Doppelte. Wie ergeht es dir so in Ratai? Nicht so gut. Wollte dem Vogt meine Fähigkeiten als Verwalter anbieten, aber der behandelt mich wie einen Bauern. Er ist nicht der umgänglichste, wohl wahr. Aber wenn du ihm beweist, wozu du fähig bist... Wenn er mir denn die Chance geben würde. Das wär's fürs Erste. Lebe wohl. Redest du nicht mit mir? Doch, doch. Du kommst auch noch an. Nimm mal schon eine Reihe nach. Beste Grüße. Hey, bin ich etwa unsichtbar? Bist du wegen der Stelle des Wasserträgers hier? Ja, mein Name ist Bartek. Schön, dich kennenzulernen. Ich stelle dir kurz ein paar Fragen. Ja? Gut. Nur zu. Was hast du vorher gemacht? Für meinen Vati gearbeitet. Als was? Und wer ist dein Vater? Er heißt Hies Moimir. Wir hatten bei Skalitz einen Hof. Wirklich? Seine Helfer gingen oft in die Schenke, aber dich habe ich nie gesehen. Ich gehe nicht in Wirtshäuser. Du bist hier, um Wasser zu tragen, richtig? Ja, ich will Wasser tragen. Mehr hast du nicht dazu zu sagen? Aber darum geht's doch, oder? Wie kommst du zurecht? Tja, bin am Leben. Aber Vati fehlt mir. Und der Hof auch. Mutti sagt, es bringt nichts, sich zu grämen. Das Leben muss weitergehen. Was? Was springt für mich dabei? Was gibst du mir, wenn ich dir zu dieser Stelle verhelfe? Hab nichts herzugeben. Na komm schon. Beweise mir, wie sehr du die Stelle willst. Mutti hat gesagt, dass ich helfen soll. Wenn du meine Hilfe nicht willst, bitte sehr. Du hast nicht mit dem Vogt gesprochen. Was war da mit dem Vogt? Er konnte niemandem ein Wort entlocken. Hab einfach nicht mit ihm reden wollen. Das wäre vorerst alles. Alles Gute. Bist du, der hier ständig motzt? Ganz scheiße Namen. Scheiße. Scheiße tragen. Wie kann ich dienen? Was willst du? Arbeit will ich. Und ich habe gehört, dass du dafür zuständig bist, nicht der Vogt. Das ist richtig. Kannst du kochen? Wenn du weißt, wie man für den Adel auftischt, habe ich womöglich etwas. Ich hab da schon jemanden. Wo hätte ich das denn lernen sollen?
Wasser schleppen will ich. Aber Alex hat bereits Leute für diese Arbeit ausgewählt. Mich hat er aber nicht gefragt. Deshalb bin ich hier. Das mag schon sein, aber ich habe meine Wasserträger bereits gefunden. Außerdem ist das Männerarbeit. Ich bin kräftig genug, um dir den Arsch zu versohlen, du Knilch. Dann viel Glück. Gott sei mit dir. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, wo krieg ich Eimer her? Warte, noch ist nicht entschieden, wer die Arbeit bekommt. Erst brauche ich ein paar Antworten von dir. Wozu? Ich pack das schon. Aber frag nur. Was hast du vorher gemacht? In den Minen gearbeitet, an der Winde. Du hast bestimmt von Tonda die Winde gehört. Stark wie ein Ochse. Ach, der Name kommt mir bekannt vor. Du warst einer der neuen Bergarbeiter, oder? War ich. Bin letzten Herbst dazugekommen. Der Winter war milde genug für die Bergarbeit, also konnte ich allen zeigen, dass ich zupacken kann. Kriege ich die Stelle? Wir sind noch nicht fertig. Bist du hier, weil du Wasser tragen willst? Naja, lieber würde ich wieder an der Winde stehen und sie drehen, bis allen der Kopf schwirrt. Aber Wasser kann ich auch tragen. Wenigstens gibt's dafür Geld. Du könntest auch etwas anderes tragen, Scheiße. Nie im Leben. Ich trage niemandes Scheiße. Und wer mich zwingt, dem breche ich die Beine. Was, wenn ich sage, dass du das Doppelte bekommen würdest? Das mit den gebrochenen Beinen hast du verstanden? Habe ich. Aber das Doppelte. Ich wäre nicht mehr Tonda die Winde, sondern Tonda der Kackeschlepper. Ich hörte, ihr wollt nicht mit dem Vogt sprechen. Weiß nicht. Die anderen haben nicht mit ihm geredet, also habe ich auch die Klappe gehalten. So läuft's eben in den Minen. Er hat mich sowieso nichts Gescheites gefragt, hat nur irgendwas vor sich hingemurmelt. Was gibst du mir, wenn ich dich empfehle? Was soll ich dir schon geben? Ich hab nicht mal einen Pisspot. Nur starke Arme. Wenn ich einen damit schlage, bleibt er liegen. Angenommen, du bekämst die Stelle. Zeigst du mir dann, wie man ordentlich zuschlägt? Aber ja. Abgemacht? Abgemacht. Ich weiß jetzt alles. Kann ich jetzt Wasser tragen gehen? Erst muss ich den Vogt sprechen. Er entscheidet. Ich hoffe, er nimmt mich. Sonst werde ich womöglich zornig. Ja, du kannst Wasser tragen. Ich merke es mir. Gott behüte dich. Gott sei mit dir. Du bist also an der Stelle interessiert? Naja, Alex hat gesagt, ich soll hier wegen der Stelle als Wasserträger fragen. Gut, aber zuerst habe ich ein paar Fragen. Wie heißt du? Peter, aber alle nennen mich den Felsen. In den Minen gab's Peter zum Säuefüttern und nicht nur dort. Deswegen... Minen? Du bist also Bergarbeiter? Ja, ich war in den Stollen im Osten beschäftigt. Hoffentlich kann ich bald zurück. Weil es mir gerade einfällt, hast du was von den Oberen gehört? Werden sie die Minen wieder aufmachen? Ich weiß es nicht, aber deshalb bin ich nicht hier. Ich verstehe. Es gäbe da auch etwas anderes zu tragen. Scheiße. In der Gülle schwimmen? Arbeit halt. Aber was würden die Leute sagen? Ich brauche Geld, klar, aber danach könnte ich in keine Mine zurück. Aber du wirst doppelt entlohnt. Das Geld wäre nicht schlecht, wohl wahr. Aber was dann? Will ich mein ganzes Leben lang Scheiße tragen? Sieh es doch so. Du bekommst das Doppelte in derselben Zeit oder gleich viel Silber in der Hälfte der Zeit. Nicht übel, oder? Da ist was dran. Naja, ich könnte es schnell hinter mich bringen und...
Na gut, ich mach's. Wird mich schon nicht umbringen. Wunderbar. Du wirst es nicht bereuen. Das ist erst einmal alles. Alles Gute. Schnell, bevor braun wird. Kommt, liebe Leute, und lacht euch an diesem Stumpf. Gelobt sei Jesus Christus. Du bist hier, um Wasser zu tragen? Ja, kann den ganzen Tag Wasser schleppen. Also, willst du die Stelle? Es gibt nämlich genug andere, die sich darum reißen. Und wie ich sie will. Was muss ich machen? Sag mir, was hast du vorher gemacht? Erst war ich Schürfer, dann Hofknecht, dann Bediensteter. Dann bin ich aus Galitz geflohen und hier gelandet. Ein Mädchen für alles, wie es scheint. War dir etwa keine Stelle gut genug? Doch, gemocht habe ich sie alle. Aber ständig haben sie mich was anderes tun lassen. Pickel, sagten sie. Lass das und mach dies. Pickel? Das ist dein Name? Eigentlich heiße ich Vasil, aber man nennt mich Pickel. Du hast gar keine Pickel. Nein, Pickel, wie Picke. Hab eine Spitzhacke geschwungen. Du möchtest also Wasser tragen? Das will ich, seit ich heute Morgen aufgestanden bin. Und vor heute Morgen hattest du andere Arbeit, oder wie? Nein, nein, war bloß ein Scherz. Du könntest aber natürlich auch Latrinen leeren. Was? Scheiße tragen? Das wäre mal was Neues. Obwohl ich damit nicht hausieren gehen würde. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen, aber eine Hand wäscht die andere. Das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Das ist ein Sprichwort, du Tölpel. Ich tue etwas für dich und im Gegenzug tust du etwas für mich. Aha, verstehe. Tja, wie es der Zufall so will, habe ich da was. Einen Schatz jenseits jeder Vorstellungskraft. Ein Schatz, sagst du? Jetzt bin ich aber ganz Ohr. Ich sehe, bist du ein kluger Bursche. Einer, der ein bisschen was über die Welt weiß. Ich habe ein... Warte... Ein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Nie von ihr gehört. Wer ist sie? Sie war eine große Königin vergangener Tage. Hat Salomon ein Schwert gegeben, das magische Kräfte hat. Magische Kräfte, was? Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Nein, es ist wahr. So steht es in der Bibel. Und wenn man das Schwert erstmal zusammenfügt, ist man unbesiegbar. Es schneidet durch Knochen, Stahl und sogar Stein. Verstehe. Aber du hast nur ein Stück des Schwertes. Was nützt dir das? Der Kerl, dem ich es abgekauft habe, hat nicht das ganze Schwert gehabt, sondern bloß Bruchstücke verkauft. Die haben heilende Kräfte und geben dir... Du weißt schon... Manneskraft. Was sagst du? Abgemacht? Hand drauf. Ich besorge dir die Stelle und du gibst mir dafür dein Stück vom Schwert der Königin von Saba. Einverstanden. Alles Gute. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Wein bringen. Möchtest du etwas? Ich möchte dich um etwas bitten, Heinrich. Oh, sicher. Theresa. Worum geht es? Wie ich hörte, wählst du die Wasserträger aus. Niemand braucht diese Stelle dringender als Antonia. Adam hat nie eine Antonia erwähnt. Keine Überraschung. Aber sie braucht diese Stelle unbedingt. Glaubst du, sie schafft es, diese Eimer zu schleppen? Sie sind schwer und der Weg ist weit. Sie ist keine Prinzessin. Sie packt das. Es ist nur, dass ich Ärger bekomme, wenn ich jemanden erwähle, der dem nicht gewachsen ist.
Und was kann dir im schlimmsten Fall blühen? Eine Standpauke? Wie du willst. Aber das merke ich mir. Ach, jetzt ist schon vorbei? Nun kann die, hätte man ja nochmal drüber reden können, oder? Ich habe etwas für dich. Den magst du am liebsten, nicht wahr? Oh, in der Tat. Hab Dank. Gemüse, Obst, Äpfel, Gurken, Zwiebeln. Kauft, Leute, Brot und Gebäck, frisch aus dem Ofen. Greift zu. So, dann. Es ruckelt und zuckelt, oder ist es jetzt abgestürzt? Das ist schlimm heute. Irgendwie muss ich Rechner neu starten. Speicher fragmentiert oder irgendwie sowas. Nee, ist nicht wahr, oder? Ist ein Freund bis zum Tod. Interessiert mich gar nicht. Geh erstmal zum Vogt hoch. Herr Vogt! Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Ich weiß genug, damit die Träger ausgesucht werden können. Gut. Ich bin froh, wenn ich diesen Mist hinter mir habe. Also, auf wen ist deine Wahl gefallen? Wie wollen wir verfahren? Soll ich sie herholen oder bloß ihre Namen nennen? Sag mir einfach, wer Wasser tragen und wer das andere tragen soll. Um den Rest musst du dich nicht kümmern. Ja, also, zuerst Wasser. Tonda. Tonda soll Wasser tragen. Tonda. Man nennt ihn die Winde. Die Winde? Solange er sich nicht rauswindet, was soll er denn tragen? Wasser. Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Pickel. Basil, auch unter dem Namen Pickel bekannt. Pickel? Na, hoffentlich vergrault er mit seiner Fratze nicht die anderen. Nein, nein, er ist kein Pickelgesicht. Er heißt so, da er in der Mine den Pickel, also die Spitzhacke, schwang. Er hat sich dabei übrigens sogar zwei Finger abgehackt. Nun, mit einem Eimer kann er wohl nicht viel Schaden anrichten. Was soll er denn tragen? Scheiße. Scheiße. Auf Erde sagt. Gut, einen Scheißeträger haben wir. Brauchen wir noch einen Scheißeträger? Peter, bekannt als der Felsen. Peter? Hat er sich nicht bei einer Keilerei den Arm verletzt? Was soll er denn tragen? Scheiße. Gut, einen Scheißeträger haben wir. Zwei haben wir jetzt. Cornelius. Ah, Cornelius. Er hat einmal bei mir um Arbeit gefragt. Was soll er denn tragen? Ich sehe ihn gern mit der Scheiße hantieren. Mm-mm. Oder doch jemand anderes. Himmel, diese Sache ist ganz schön vertrackt. Antonia. Was? Ein Weib? Ja. Du hast nie gesagt, dass es Männer sein müssen. Aber ich ging davon aus, dass das klar wäre. Diese Herumschlepperei ist schließlich Männerarbeit.
Keine Bange, sie packt das schon. Na, hoffentlich. Wenn nicht, musst du mir Rede und Antwort stehen. Was soll sie tragen? Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Hä? Wie viel brauchen wir denn? Moimirs Sohn. Bartek? Nie von ihm gehört. Was soll er denn tragen? Wasser. Wir haben also einen Wasserträger. Wie geht's weiter? Wie viele Wasserträger brauchst du noch? Wunderbar, das wäre erledigt. Nun zur Köchin. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Mach's gut. Spiel gespeichert, das lese ich immer gern. So, und von Pickel. Und Tonda sollte ich jetzt was bekommen. Wer bist du? Der Schneider. Zeig Gnade. Was bleibt mir armen Weg dem Siegesmundsmord? Hab alles verloren. Mein Heim. Nachtigall. Ich hör dir trapsen. Weiß nicht, was das soll. Sitzen in der Wache rum. Gnade, was bleibt mir armem Wicht, dem Sigismunds Meute das Haus abgefackelt hat? Was weiß ich, wo Tonda und Pickel sind. Da ist Tonda. Da kannst du mal Gesundheit. Du hast den Job. Tja, und was jetzt mit Belohnung? Mach's gut. Ups. Jetzt bin ich hier genau reingefallen. Hoffentlich komme ich hier wieder raus.
Was mit dem? Ist er tot? Wo ist Pickel? Von dem bin ich ja dann auch noch mal was. Unten gibt es auch noch mal was zu essen. Keine Ahnung. Aus Garnet. Wie geht's denn weiter in diesem... Alles mit den Fundsachen ist irgendwie... Ich weiß nicht. Was ist in Gottes Hand? Auch ein Ledetschko. Die beiden sind ein Ledetschko. Da könnte ich doch nach Ledetschko. Oder erstmal nach Sasau. Bevor mir wieder alles schlecht wird. Gehen wir auf die große Karte. Da. Ledetschko bin ich sofort da. Das ist ja fast auf dem Weg nach Sasau. Also, erstmal nach Ledetschko. Ausfährt. Ganz schön gedauert, wie ich das wieder kriege. Muss man echt darauf achten, dass man da nicht zu viel und nicht zu wenig isst. Sonst ist man es ganz schnell wieder los. Oh, pass auf, was du da treibst. Hier gehen Leute. Hä, bist du blöd oder was? Ich bin nur von meinem Pferd gestiegen. Idiot. Na, da bist du ja wieder. Gott sei mit dir. Mach's gut. Sind wir auch den Blödsinn hier. Erkennst du mich denn nicht wieder? Kein Wort des Grußes.
Okay. Ich habe die Räuchermischung. Können wir beginnen? Lass uns zum Kreuz im Schlafzimmer gehen. Also, worauf wartest du? Ich bin etwas überfordert. Das ist mein erstes Mal. Das sagst du mir jetzt? Was soll's, fang schon an. Du hast doch die Blumen. Also gut. Ich befehle dir, aus diesem Haus zu fahren, satanischer Geist. Was soll dieser Blödsinn? Alois war ein ehrbarer Christenmensch. Ich mach das schon, stör mich nicht. In nominate partis et filies et spirits etc. Ave Maria, gratia plenti, dominatrix tecum. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und allzeit und in Ewigkeit. O Herr, möge er ewige Ruhe finden und möge ewiges Licht seinen Weg erleuchten. Amen. Amen. Richtig ist, dass sie das glaubt. Ich hoffe, ich kann endlich in Frieden schlafen. Komm morgen wieder, dann wissen wir, ob es gewirkt hat. Da jetzt bin ich hinter der Tür eingeklemmt hier. Ja. Um die Tür zu machen. Da bin ich durch die Tür geschritten. Und zwar durch das Holz. Die Räuchermischung geholfen? Du kommst zu früh. Es ist noch nicht einmal Nacht. Und er kommt immer, wenn ich zu Bett gehe. Ist klar. Ich wollte nur mal gucken, ob da vielleicht ein kleiner Bug drin ist. Mal zu meinen Gunsten. Ist aber nicht. So, und dann gibt's hier ein B. Ist das der Fritz? Sitzt der da? Quatsch, das ist ein Sack. Gucken wir mal, oder? Jetzt ist er abgestürzt. Was ist das so? Mäusemägen ist dies. Ja, ja, mal wieder in hier, wo whgame.dll ist er mal wieder abgestürzt. Macht bald keinen Spaß mehr. So, neu geladen. Glücklicherweise wurde ja beim Vogt gespeichert. Also raus hier. Und ohne große Umschweife. Na, Ledetschko.
vermischt mit den blutigen Tränen der Madonna von Santiago. Der kann wahrscheinlich nichts anderes, der Scharlatan. Ich habe die Räuchermischung. Können wir beginnen? Lass uns zum Kreuz im Schlafzimmer gehen. Also, worauf wartest du? Ich bin etwas... Das sagst du mir... Pater Noster que est in canis, sanctificetur omen tuum. Bist du sicher, dass das richtig ist? Psst! Unterbrech mich nicht. In nominate partis et filies et spirits etc. Ave Maria, gratia plenti, dominatrix tecum. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste, wie es war am Anfang, so auch jetzt und allzeit und in Ewigkeit. O Herr, möge er ewige Ruhe finden und möge ewiges Licht seinen Weg erleuchten. Amen. Amen. Ich hoffe, ich kann endlich in Frieden schlafen. Komm morgen wieder, dann wissen wir, ob es gewirkt hat. So, wo ist jetzt Fritz? Da. Hä? Na, wo sind sie denn? Liegen Heu oder was? Wird den ja eh nicht sehen. Das ist der Müller. Satteil 70. Yum yum. Wo sind sie denn? Gott segne dich. Was kann ich für dich tun? Was hältst du von den Arbeitern, die ich dir geschickt habe? Wenn ich nicht ein gutes Wort für sie bei Müller eingelegt hätte, hätte er sie längst rausgeschmissen. Gut, dass ihnen jemand den Rücken stärkt. Mach's gut. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Bist du mit den neuen Arbeitern zufrieden? Sie verstehen ihr Handwerk, aber ständig muss einer hinter ihnen stehen und sie im Auge behalten. Im Ernst? Oh ja, solange ich dabei bin, läuft alles wie geschmiert. Aber ich brauche mich nur umzudrehen, schon höre ich Thomas brüllen. Alles Gute! Vielleicht soll ich mich mal waschen, wenn ich so aussehe. Hm, irgendwas ist noch da. Die kann ich nur stehlen. Hey,
Heinrich kommt uns besuchen. Nö, das ist doch fleißig. Freut mich, dich zu sehen, Heinrich. Wie gefällt es dir hier in der Mühle, Fritz? Bestimmt besser als in der Mine. Hier ist es schlimmer als in Scarlet. Dort konnte man sich hin und wieder aus dem Staub machen. Aber hier... Warum aus dem Staub machen? Hier gibt es keinen Wendel. Nein, aber der Vormann hier ist ein noch größerer Arsch. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Das kannst du ruhig glauben. Am liebsten würde ich es ihm heimzahlen und ihn im Fluss ersäufen. Ersäufen? Was hat er euch denn getan? Es geschah an unserem ersten oder zweiten Tag hier. Wir hatten eine Meinungsverschiedenheit und haben uns geprügelt. Na super. Plötzlich schubst mich dieser Hundskerl in den Fluss. Ich bin fast ersoffen. Wie bist du rausgekommen? Du kannst nicht schwimmen. Sie haben mich rausgezogen. Ich war bis zum Bauch im Wasser. Ach, bis zum Bauch. Da wäre ich auch verdammt sauer. Willst du es ihm heimzahlen? Und wie ich das will. Das alles hier ist mir scheißegal, aber der Bastard verdient eine Tracht Prügel. Na, nix dazu gelernt. Ich habe mit ihm geredet und fand ihn ganz in Ordnung. Versuch mal mit ihm zu arbeiten. Er ist eine hinterlistige Schlange und ein Großkotz. Du solltest sehen, wie er sich rausputzt, wenn er mit Lorenz würfeln geht. Wer ist Lorenz? Auch ein Gehilfe? Ja, aber bei der Nachbarmühle. Man nennt ihn den Zaunkönig, weiß der Teufel wieso. Thomas geht dort zum Würfeln hin. Was ist mit den anderen hier? Sind die auch so schrecklich? Der Müller ist ein alter Narr. Er glaubt Thomas jedes Wort. Das ist hoffnungslos. Dann wäre da noch seine Tochter. Sie ist ein hübsches Mädel mit einem guten Herz. Aber was kann sie schon tun? Nichts. Aber das hält Matthäus nicht davon ab, ihr den Hof zu machen. Wie auch immer. Thomas ist die Wurzel allen Übels. Glaubst du, er ist eifersüchtig? Ist sie seine Liebste? Vielleicht macht er ihr schöne Augen, aber meistens stolziert er herum wie ein Pfau. Ich glaube nicht, dass sie das Problem ist. Was wollt ihr gegen den Kerl unternehmen? Könnt ihr euch vielleicht irgendwie einigen? Nie im Leben. Matthäus hofft es, weil es ihm hier gefällt. Es stimmt schon, die Arbeit ist besser als in der Mine, aber der Lohn ist schlechter. Was habt ihr also Unterarm im Holz. Wollt ihr abhauen? Vielleicht. Aber davor will ich Thomas anständig verbleuen. Ich meine so richtig. Und du glaubst, das hilft? Vielleicht. Vielleicht bringt ihn das zur Vernunft. Oder er hat dann zu viel Schiss, um sich weiterhin mit mir anzulegen. Ja, vielleicht. Vielleicht fliegst du auch raus. Redest du ihn nicht zu einem Kampf? Wenn wir gewinnen, lässt er uns in Frieden. Oder... Was? Oder wir locken ihn fort und lauern ihm dann auf. Wer ist denn hier die linke Schlange? Auf eine Partie würfeln, dann müsste er durch die Wälder. Ich denke darüber nach. Vergiss es. Gott sei mit dir. Und statt dankbar zu sein, dass du eine Arbeit hast, weißt du? Die schmeißen dich dann raus, ist doch klar. Matthäus, du solltest dich von Fritz trennen. Hey, Heinrich! Wie ich höre, habt ihr es hier nicht leicht. Hast du mit Fritz geredet? Ich wette, so hat er es nicht ausgedrückt. Ja, nicht ganz. Abgesehen von Thomas' Namen gab er fast nur Schimpfwörter von sich. Das glaube ich sofort. Die ganze Woche schon muss ich mir das anhören. Der Vormann ist aber auch ein Quälgeist. Er will uns entweder zerschinden oder zwingen zu gehen. Er treibt euch ständig an, oder? Wenn das bloß alles wäre... Nie ist er mit unserer Arbeit zufrieden und immer findet er einen Grund, uns anzubrüllen. Ich verstehe. Kannst es dir sicher vorstellen. Wir tun zu wenig und brauchen zu lang und unsere Kost ist mehr wert als die Arbeit, die wir verrichten. Macht keinen Spaß, diese Scheiße von früh bis spät zu hören. Und den Müller stört das Gemecker nicht? Merkt er denn nicht, dass der Vormann einfach nur ein Miesepeter ist? Nein, er traut diesem großmäuligen Bastard mehr als uns. Und deswegen hält er uns für Schmarotzer. Verstehe. Das Dumme ist nur, dass wir hier wirklich gebraucht werden. Die Mühle ist stark heruntergekommen, aber mit dem Kerl in der Nähe kann man nicht vernünftig arbeiten. Bist du dir ganz sicher, dass ihr ihn nicht dazu provoziert? Ich hab's dir schon mal gesagt. Er ist ein Arsch.
Ich bezweifle, dass wir etwas dagegen tun können. Wenn er uns anschreien will, tut er das auch. Habt ihr versucht, mit ihm zu reden? Was glaubst du denn? Gerade das bringt ihn in Rage. Er sagt dann, wir wären nichts anderes als Banditen. Das wiederum bringt Fritz in Rage, der dann anfängt zu brüllen und... Das hätte ich nie von ihm gedacht. Tja, fang hier an, dann wirst du schon sehen. Und was tut er den lieben langen Tag? Packt er mit an? Der war gut. Er beobachtet immer nur alle und fasst die Säge nur an, wenn der Müller auftaucht. Was nicht allzu häufig vorkommt. Warum? Neulich hat er sich fast den Daumen mit einem Meißel abgehackt. Eine Axt würde ich ihm auch nicht in die Hand drücken. Er ist also ungeschickt und arrogant. Das habt ihr auch über euren letzten Vormann Wendel gesagt. Ja, aber bei ihm konnten wir uns zumindest ab und an mal vom Acker machen. Das geht hier nicht. Und was wollt ihr dagegen unternehmen? Abhauen? Eigentlich würde ich gern noch ein Weilchen bleiben. Hätte nie gedacht, dass mir die Arbeit in einer Mühle gefallen könnte. Aber nicht, solange er hier ist. Und ich kann mich bei niemandem beschweren. Du schon. Ich? Du glaubst, sie würden auf mich hören? Haben sie doch schon einmal, oder nicht? Wegen dir haben sie uns eingestellt. Du könntest versuchen, mit ihnen zu reden. Aber da reichten Versprechungen. Das hier ist schwieriger. Vergiss übrigens den Müller. Thomas musst du überzeugen. Der Müller schätzt seine Meinung sehr. Also wirst du uns noch einmal einen Gefallen tun? Na schön, ich rede mit ihm. Gerade wollte ich Nein sagen. Aber mach ihn nicht sauer, sonst redest du gegen eine Wand und erreichst nichts. Ich merke es mir. Lebe wohl. Wegen der beiden. Ein Wunder, dass ich sie noch nicht fortgeschickt habe. Aber du brauchst nun einmal Hilfe. Und sie sind geschickt. Mag sein, aber die reißen sich kein Bein aus. Führen sich auf, als wären sie zu gut für die Mühle. Und sie machen Julia schöne Augen. Ach, das ist auch kein Wunder. Sie ist hübsch und im heiratsfähigen Alter. Heiraten ist nicht das, was sie im Sinn haben. Die wollen sich mit ihr vergnügen. Und bevor ihr Bauch anwächst, sind sie schon über alle Berge. Pass auf, ich mach dir einen Vorschlag. Du brauchst eine funktionierende Mühle und sie brauchen Geld. Wenn sie in Ruhe arbeiten können, sind sie schneller fertig. Aber... Die Mine wird irgendwann wieder in Betrieb genommen. Und je schneller sie ihr Geld bekommen, desto schneller verschwinden sie von hier. Kann ich mich darauf verlassen, dass sie ihre Arbeit machen und dann gehen? Und in der Zwischenzeit Julia in Ruhe lassen? Sicher. Sie haben kein Interesse an der Mühle. Brauchen nur das Geld, um ihre Schulden zu begleichen. Sobald sie es haben, gibt es keinen Grund für sie zu bleiben. Hätte nie gedacht, dass wir auf einen grünen Zweig kommen. Ich kenne sie schon eine Ewigkeit. Du kannst dich also darauf verlassen. Das ist für alle die beste Lösung. Na schön. Und wenn sie ihren Teil der Abmachung erfüllen, gebe ich ihnen sogar ein paar Groschen obendrauf. Aber wehe, wenn nicht. Sag ihnen das. Auf bald. Hey, Heinrich! Es war nicht leicht, aber ich konnte ihn umstimmen. Bin ich erleichtert. Wird er uns jetzt in Ruhe lassen? Wird er, aber unter einer Bedingung. Sobald eure Arbeit getan ist, müsst ihr verschwinden. Dafür bekommt ihr ein oder zwei Groschen extra. Das ist alles? Ich dachte... Und? Ach, und ihr müsst aufhören, der Müllers Tochter den Hof zu machen. Genau. Wenn ihr weiterhin mit ihr tändelt, wird Thomas euch die Hölle heiß machen. Dieser verlauste Dreckskerl, der kann mich am Arsch lecken. Ich hoffe nur, es lohnt sich finanziell für uns. Aber ich sollte dir wohl danken. Womöglich hast du uns etwas Frieden verschafft und das ist besser als nichts. Hier hast du was für deine Hilfe. Gott sei mit dir. Juti! Ja, das soll es gewesen sein für den Teil. Ist mal wieder mittendrin abgestürzt, aber zum Glück war gespeichert. Jetzt hat er auch gerade gespeichert. Und
Im nächsten Teil geht's dann weiter. Ich will mal das Wildfleisch bei Sasau abgeben. Und dann will ich noch weiterjagen. Will ich eigentlich die ganze Zeit, aber dann mache ich das mal. Und sieh zu, dass ich da meine Wildschweine da irgendwie mal kriege und ein bisschen Geld in die Tasche. Okay, bis zum nächsten Teil. Macht's gut. Tschüss.